Willkommen zurück bei Paper Mario. Es ist Zeit, diese Tür zu betreten und... Na, wenn du... Das schaffst du doch ohne mich keine 10 Sekunden. Ich werde definitiv kommen und darauf achten, dass du auch ja alles richtig machst. Na gut, wenn es dich glücklich macht, du blöde Kuh. Na, komm halt mit. Aber hier kann doch echt nichts passieren. Ich meine, außerdem, guck mal, meine Springe, ja, und ich habe gerade Hammer, bam. Das nennst du cool, ja? Meine Bitch-Slaps schlägt so schnell keiner. Ja, aber auch nur, weil du eine Bitch bist. Hast du irgendwas gesagt? Nein. Alles easy. Hä? Oh mein Gott, es stampft. Mama mia. Davor hast du Angst, oder was? Ja, ich glaube, ich könnte Ärger kriegen. Ja, der Stern ist fort. Und außerdem glaube ich, dass jemand ins Schloss eingedrungen sein muss. Ja, ich will König Bowser nicht verärgern, der ist voll unheimlich. Jetzt hat er mich unbezwingbar gemacht, aber wenn ich das hier versmammel, macht er mich sicher wieder zu dem, was ich vorher war. Voll den Loser, ey. Mama mia, der stinkt ganz schön. Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Wie auch immer er auf dem Panzer schläft und das ist ihm absolut ins Kreuz fährt. Der pennt. Dieser faule Sau. Du Bastard, ich werde all meine Freunde rächen. Ich sag's dir. Du unterbelichteter, fetter, blauer Kloß. Mann, du bist ja richtig aggro. Na gut, hier ist eine Drohe. Oh! Hallöchen, ich bin Igitti, ein treuer und gesprächiger Gefolgsmann von Meister Toba Blubba. Mein außergewöhnlich wichtiger Job ist es, seine Wertsachen zu bewachen. Aber du siehst ja gar nicht wie Meister Toba Blubba aus. Nee, ich bin dein Untergang, du kleiner, gelber Scheißkerl. Was bedeutet, du bist hier, um mich zu stehlen? Nicht den magischen Schlüssel, der die Tür zur windigen Mühle am Ende der windigen Schlucht öffnet. Und außerdem willst du wohl das Geheimnis, das sich in der Mühle verbirgt, lüften? Nee. Ja, natürlich. Natürlich werde ich das. Mr. Blackbo, du bist eine sehr ehrliche Person, nicht wahr? Hilfe! Da ist der Toba Blubba, ein Dieb! Halt die Schnauze, du Blöde! Soll er krachen um 5 Minuten, Mami? Oh nein, dieser fette Bastard ist wach! Oh, wir müssen rennen! Beziehungsweise, du musst rennen und ich muss schweben! Und lass uns dieses Drecksding da mitnehmen! Okay, warte, ich mache hier voll auf Megaspeed und warte, ich mache hier noch etwas. Bam, ich tue mal den Multisprung raus und ja, tue mal hier Dings, Speedwirbel rein und bam, jetzt bin ich voll mega Speed. Du brauchst sogar Orden, um schneller zu sein. Ich bin wahrlich enttäuscht. Können wir das bitte später rausdiskutieren? Ey, du Dieb, halt! Du siehst, wir haben hier ganz schön Probleme! Also ich habe kein Problem gesehen, du etwa? Ja, du kannst auch schwärmen im Vergleich zu mir. Ja, sag ich doch. Mann, das Toba Blubba aggro. Ach du Scheiße. Okay, schnell runter. Mama mia, ist der schnell. Mama mia. Wir müssen uns beeilen. Wow. Weiter weg, verdammt. Okay, Mega Speed. Bam. Wow. Schnell runter, Mama mia. Wow, die ganze Erde wackelt. Also ich spüre nichts. Ich bin völlig in meiner Mitte. So wie ich immer bin. Ah, immerhin diese nervigen Dinger wurden zerquetscht. Na, merkt ihr gut darin, verreckt. Ah, er kommt. Endlich haben wir Toba Blubbas Schloss erreicht. Seid ihr alle bereit? Seid tapfer. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Lady Boo zu helfen. Aber, was könnten wir tun? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Nerven wegzuschmeißen. Unsere geliebte Lady kämpft gegen Toba Blubba, wir dürfen nicht zögern. Für die Lady! Sofort zurück! Mama mia, das sind ja viele Bohos. Was ist das für ein Geräusch? Toba Blubba ist hinter dir her und er ist auf der anderen Seite des Tores, oder? Ja, das hast du vollkommen richtig erkannt. Ich habe vielleicht eine Möglichkeit, ihn zu töten.
Was? Du sagst, dass du vielleicht Tumblblubber Schwachpunkt daraus finden könntest? Und natürlich! Die Windmühle am Ende des Hügels! Ja, genau die! Du musst dich beeilen! Lauf so schnell du kannst zur windigen Mühle! Wir werden versuchen, Tumblblubber hier festzuhalten! Tja, das ist so gefährlich! Er ist geistesgestört! Er wird jeden Einzelnen von euch fressen! Warum lässt sich das Tor nicht öffnen, ey? Ich weiß nicht, wie lange wir es noch halten können. Kümmert euch nicht um uns. Lauft! Lauft für unser aller Wohl! Blickt nicht zurück! Nein, Mario, wir können nicht gehen. Ich rieche leckere Geister, öffnet das Tor. Also ich geh! Mir egal, was du machst, ich geh! Tschüss! Ich rieche leckere Geister! Also ich geh! Mario, du Herzloser! Ja, pfff! Wärst du lieber Wildern gefressen worden, oder was? Boah, nee, vielleicht kann ich jetzt gerade gar nichts anfangen. Kommt, ihr pisst euch und lasst mich einfach alle mal in Ruhe. Bam. Wow, noch 2 Sternpunkte, nicht schlecht. Wow, okay. Na gut, ich komme beim Bett raus, aber ja, trotzdem 2 Sternpunkte. Oh mein Gott. Ja, aber treibt's, ey. Tschüss. Also gut, jetzt werde ich jetzt mit meinem Anti-Verteidigungssieb auch flachlegen. Bam! Auf nimmer Wiedersehen und... Nein. Ich habe dich gerade... Oh Gott, ich bin ein Vollidiot. Ich habe die falsche Attacke ausgewählt. Wenn ich jetzt richtig auf die Fresse bekomme, ist das ganz allein meine eigene Schuld. Ja. Yep. Diesen Treffer habe ich mir durch meine Blödheit verdient. Heute ist es echt schlimm. Naja, also bis wir es in den Part davor habe ich auch heute aufgenommen, deswegen, gut, da war es immerhin, wurde es immer nach der Zeit etwas besser, aber, ja, okay, so, Blütenpunkte her, wow, lass mich, da hat scheinbar jemand Todessehnsucht oder irgendwas Merkwürdiges, so, aber jetzt habe ich meinen Multisprung nicht, okay, wisst ihr was? Ich hol den da jetzt runter und dann werde ich hier mit einer Powerbombe abgehen, das ist egal. Powerbombe. Wow, scheiße. Oh Gott, oh, ich habe mich nämlich einmal verdrückt. Dachte erst, das war's, aber ja. Ja gut, wenn du meinst. Ich werde mich jetzt auch auf tatsächlich Sternpunkte konzentrieren. Denn, erinnert euch, in der windigen Schlucht in dem Dorf gibt es eine Möglichkeit, mir Herzen aufzufüllen. Glaube ich, das ist, oder... Oder nee, der Buhu will er kurz davor. Aber da kann ich auch ihn zurück, also ja, das passt schon. Jedenfalls brauche ich darauf jetzt nicht unbedingt achten. Tortos gibt es da zwar nicht, aber ja. So. Wow, runter da. Schon, bloß schnell. Da ist ein Wahnsinniger hinter uns, sag mal. Und du greifst mich an? Meinst du, ich habe andere Probleme oder was? Mann, hier, Powerbombe. Boah, also, gerade hat der Arknopf auch wieder nachgelassen. Ja, super. Super. Kein Multisprung. Tschüss. Oh gut, immerhin beide kann ich mit dem nächsten Angriff erledigen, selbst wenn sie sich aufladen sollten. Du komm auch her. Bam. Und yo. Bam. Asshole. Tja, das kann ich auch. Spast. So. 49, das wird tatsächlich noch etwas dauern. Also vor Mentboss definitiv würde ich nicht mehr mitrechnen. Aber natürlich die Kirks mir hier noch immerhin 2 Sternpunkte geben, was gut ist. Aber ja. Die habe ich jetzt auch schon oft genug gekämpft, muss man nicht nochmal sehen. LP soll ja auch ein bisschen spannend noch bleiben. Die windige Mühle vergreift voll auf der Schlucht. Du kommst an dir vorbei, bevor du Buhus Villa erreichst. Alles klar, ein Herzblut ist perfekt. That's just what I needed. Yeah, so. Mamma mia, mega speed. Passt auf, da kommt so ein Geistesgestörter. Du Ballon kommt. Oh nein, schnell, versteckt euch. Oh. Ich sag's dir auch, Mann, da kommt so ein Geistesgestörter. Ja, das ist die windige Mühle, also geh schnell hin. Ja, mach ich. Mach ich. Okay. Hier ist das Teil. Mystik-Schlüssel. So, und rein da.
Sieht verdächtig aus. Moment. Bam! Ja, mit meinem Hammer geht's ja nicht. Mit meinem Bett auch nicht irgendwie. Also wird das schon so passen. Ja, wo sind wir denn hier? Ja, ich glaube, der Brunnen ist ausgetrocknet. Also, unser Glück ist, wir überhaupt gesoffen. Komm, Mario, das war die beste Information, die mir jemals die ich jemals zu einem Mord bekommen habe. Danke. Ja, kein Problem, ey. Kein Problem. Das war ironisch, du Dackel. Okay, Kopfnuss. Bam, bam. Erledigt. Ja, das ist ein bisschen, könnte ein bisschen dauern, bis wir so ein neues Level erreichen. Wartet. Eintritt verboten. Joa, Mario, du müsstest jetzt nicht durch. Ich meine, komm, da steht Eintritt verboten. Also, das geht nicht. Weißt du, wie scheißegal mir das ist, dass der Eintritt verboten steht? Wenn der da draußen mich auffressen will, dann gehe ich hier rein. Mir wurscht. Meine, komm, das Einzige, das mir macht, ist er in Gomba. Und ja, wenn ihr diese Gene ganz genau beobachtet, werdet ihr ein gewisses Muster entdecken. Aber nur wenn ihr sie wirklich ganz genau beobachtet. Ich überlasse es euch, dieses epische Muster selbst rauszufinden allerdings. So, schauen, ob sie sich aufladen. Jupp. Ist aber nicht schlimm, ich kann sie beide in der nächsten Runde problemlos erledigen. Hier gehe ich mal auf Nummer sicher, falls es echt schief geht. Möchte ich nicht der Gelack mal, dass er dann 8 Schaden nimmt. Dum, dum, dum. Bam. Tschüss. Hm. 283 Münzen. Ja, vielleicht kriege ich noch 300 zusammen bis zum Ende. Das wäre cool. Ehrlich, Eintritt verboten. Ja, jetzt, du, das wird's ernst. Dass du, ich chill. Romane, hör doch mal auf mich. Geht doch gar nicht. Ich schau dir an. Denn der nächste Wache. Ich meine, die werden immer grün, habe ich das Gefühl. Das wäre bei der Grinch oder was? Ist doch scheißegal, wie grün sie sind. Hauptsache, ich mache sie fertig. Bam. So, der Multisprung ist natürlich ganz nützlich. Wobei jetzt natürlich Lady Boo noch nützlicher werde. Die könnte man 5 Schaden machen. So habe ich nämlich jetzt ein klitzekleines Problem, denn jetzt kann ich die nicht erledigen. Mist. Gut, dann muss ich ja... Wobei, das passt selbst dann nicht, wenn ich zum Powerschlag gehe. Also wäre es eigentlich eine komplette Verschwendung. Ja gut, dann werde ich jetzt einfach einen schmerzhaften Angriff ertragen müssen. Geht nicht anders. Bam. Okay. Mist. Ja, dann... Autsch! Oh, verdammte Super Saiyajin Goomba. Na, warte. Kriegst du erstmal den Hammer voll zerschmettert. Bam. Und ja. Das, ich weiß, ich könnte zu Lady Boo wechseln, um sowas zu vermeiden, aber dauert mir eigentlich doch immer ein bisschen zu lang. Das ist schon okay, so. Nehme ich den Schaden in Kauf, auch wenn er natürlich schon viel ist. Ja, also, jetzt aber ehrlich, Zutritt verboten. Also, nee, das geht gar nicht. Und komm, Mario, du gehst mir so auf die Schnauze. Geh rein. Ja, gut. Immerhin hat er mir keine Befehle gegeben. Oh. Hi. Wer bist du? Bitte nie, Mario. Was? Mario? Hat jemand gesagt, dass ich dummer Blubbers geheime Stärke bin? Nee, das hast du gerade erledigt. Hat jemand ausgewartet, dass der Tumorblubber im Schloss nur eine leere Hülle ist und diese von hier aus kontrolliert wird? Nee, das hast du gerade getan. Man kann niemandem mehr vertrauen, ey. Ich kann dich nicht mit dem Wissen über meinen unbezwingbaren Körper von hier gehen lassen. Tut mir leid, aber da musst du jetzt durch. Schmerzen.